Willkommen zu einer weiteren Folge angeschaut und ausprobiert und direkt zu Beginn in die Spielauswahl für diese Folge. Dr. Lankoff, The Tiger and the Terrible Cursed Emerald. Whirlwind heißt. Okay. Was habe ich mir da nur in die Liste geholt? Ein Indie-First-Person-Humor-Spiel? Okay. Ich werde meine Gründe hoffentlich gehabt haben und mal sehen, was mich in diesem Spiel dann tatsächlich erwartet. Also 616 MB Speicher und Download. Na, wie viel brauchst du? Willst du es mir nicht verraten? Okay, 238 MB zum Runterladen. Also in wenigen Minuten ist das Spiel startbereit und dann geht's gleich los. Na dann, also auf ins Spiel. Somewhere in the mansion is the original architect model of the house and grounds. Loading heist map. A house as large as the mansion requires a lot of stuff. I doubt the guards know all the things. Okay. 1 minute. Break the leg, everybody. Positions, please. Performance 237. Beginning in 3, 2, 1. Let's go. Tiger. Noch ein Start. Current Game Concept. Current Game Concept. Oh ja. Ja, keine Ahnung, was ihr jetzt alles nicht gesehen habt. Aber ja, passt wahrscheinlich zu dem chaotischen Spiel. Falls man es überhaupt Spiel nennen kann. Also hier noch ein Fragebogen. This title is too long. Ja, das glaube ich auch. Grappling Hook. Grappling Hook? No. More car stuff. Okay, thanks. Also das sind überall, liegen hier so Testfragebögen rum. Also Feedbackbögen. Und hier bin ich jetzt schon durch die eine Tür gegangen, als der Typ mir erzählt hat, dass irgendwas nicht funktioniert. Und im Moment ruft der Typ mich die ganze Zeit an. Organic House Coffee. Mal gucken, was hier noch so... Ah, da ist noch eins. Zack. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Post-it, was ich einsammle. There's no hope, there's no hope. Oh, da scheint wohl noch einer gekündigt zu haben. Mal gucken. Also, ja, das dritte Kündigungsschreiben. Scheint wohl eine ziemlich schlechte Produktionsfirma zu sein. Hey, ich möchte mal mein Inventory sehen. So, das war der andere, der gekündigt hat. Jump in the motorcycles. Player pay once train gun required. Gut. Und Sense of blablabla. Blablabla.
Okay. Oh, I know what's going on. We've got something of a strike sort of situation emerging. Yeah, we've become quite understaffed. Actually, you wouldn't mind doing me a favour, would you? Come through here. I could really use your help. Okay. If you'd rather wait here, I could just let you know when we're ready for you. So, dann macht er die Tür wieder zu. You know, why miss out on this opportunity? Right? The thing is, our entire weather department and half the wildlife crew is just up to left before we can even begin this morning. And it's all super simple. It's mostly buttons. You like buttons, right? And you'll be able to play the game as soon as whoever's in there at the moment is finished. Promise. Your help? Oh, this is fantastic. Okay, this way. Yeah, the lighting department's right through here. Don't worry about the strike. Warum nicht? We'll get through it. Arbeiter gegen unsichere Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und Sicherheit. Oh no, noch ein Post-it. Wie viele Post-it es wohl gibt in dem Spiel? Langskopf Meeting Tuesday. It's spoiling some of the magic, you know. It feels a bit like cheating. You do whatever you need to do. Monday, Tuesday, strictly strict finished. Depression, Ente, apropos, Zeit, die Uhr zu starten. Weil, hey, da sind noch mehr Münzen. Ich habe ja vorhin schon ein paar gefunden. So, okay, du willst, dass ich durch diese Tür gehe. Warum? High Concept, Michelangelo's Interaction. No, that's Miss Lady's Interactions. We don't need to go in there. Warum nicht? Yep, that's the room. Okay. Und, damit mache ich was? Could you go? That wasn't an adventure. Okay, so if you could just head down the stairs there, yeah? We have a job to do. Plenty of other tables for you this way. Oh, up again, huh? Ja. Ein roter Stift. Number First Manager. Kevin Patterson, approved art. Was ist das? Ah, da ist noch ein Zettel. Wombat. Oh, es gibt Musik. Langescoff Grab Dialogue. Hey you, I see you. I think I heard something. Ja, genau. Put a player name in. And tell him something. Okay, jetzt springe ich nochmal da runter. Da sagst du nichts mehr. Okay, schade. Feueralarm geht nicht. Lightning leading in pops and something. Hey, eine Brezel. Ich hoffe, sie hat geschmeckt. Starfather Games Limited. Da ist auf jeden Fall ein Feuerpiepsel. Er funktioniert zumindest noch. Ja, wenn ich mir die Dachen in Nichtlicht anschaue, sind sie ziemlich schlecht zu sehen. Machst gleich wieder die Tür zu? Ja. Right. First things first. Could you bring up the lights? Thank you so much. You know, we can't have people playing in the dark. Over. Die. See that lever? It sets the sunset off. We've got the reflections in the lake looking at the lighting presents. Could you pull the lever? You should pull the lever. We really can't have a player wandering around in the dark. You know how to pull the lever, right? Come on, you've pulled the lever before.
just put your hand on it and then sort of lift it up. Ja, den da. Wildlife Preparation. Ah. Oh, you don't even know what secondary interruptive means, do you? I mean, neither do I, but you're the one who pressed it. I still need you to pull the lighting lever, though. That would be ideal. Yeah, just now. It's the bigger one. Cool. Faculty Shortcuts. Macht viel mehr Spaß, nicht das zu tun, was er von einem. Hey, die Taste lässt sich nicht drehen. Fire Action, if you discover a fire, if fire alarm sounds. Okay, da lässt sich auf jeden Fall nichts hochheben und die blöden Bleistifte lassen sich nicht einsammeln. Keine Münzen, keine Embleme. Ha! Doch, da sind Münzen. Noch ein Coin. Und noch eine Tasse. Noch irgendwelchen Klimpeln. Lasers! Lasers! Studio Lightning Essentials. Hey, da ist noch eine Münze. Zack. Ja, damit meine Münze. Zack. Und ein Zettel. You were too young to remember when Reach stolen. Bla 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 bla. Okay. Aber ich kann hier nichts sonst machen. Ledger. Ihr habt doch hier bestimmt noch was versteckt. Da sind wieder die Bäume. Naja, dann weiter. Blinking on in the windows of the mansion, up past the ornamental ponds. Pretty magical, really. Okay, now we need to attack them with the tiger. It's a heist game. The player's playing a big heist. I don't want to spoil it for you, but the tiger's very important. It's in the title. Okay, deswegen right. Jetzt Wildlife Preparation. Jawohl. Just through the door. You don't have to be alarmed. It's not a real jungle. It's just a game. Also, ja. Das Spiel besteht darin, einem anderen Spieler so zu tun, dass er überhaupt ein Spiel spielen kann, weil alles irgendwie nicht funktioniert. So etwas. Klingt also sehr nach. Just pull the lever and let's say introduce the tiger to the level. Uh-huh. You should pull the tiger lever, really. Ich soll einen Tiger hier ins Spiel lassen. Trust me on this one. Tigers they're not in love with the idea of touch container. Eine wild beast. Do not open. Mal gucken, ob die Katze rauskommt. Closed, preparing to open, open. Danger. Watch your hands and fingers. Da ist noch ein Emblem. Zack.
Wer weiß, was das für ein Zeug ist, weil wahrscheinlich ist es total einfarbig und grau und wird nur durch Grün angestrahlt. First floor, maintain the case entrance. Concern in the room, and it's brown. There's an actual tiger in this room, actual tiger, but it's about 4 feet away from you. I don't want to cause alarm, but it's a tiger. Ja, und was soll ich mit dem Tiger machen? Light, lights, action. Don't do that. You really shouldn't do that. The tiger won't be able to get out of the cage. I don't think. But I mean, I wouldn't. Weather controlling. No. Okay, cool. Stand down. You actually released the tiger before the recovery crew could do anything. No? Aha. Tiger retrieval, please remember. Okay. Edwards. Okay, jetzt sagst du nicht mehr. Hier komme ich auf jeden Fall auch nicht durch. Also eine Kassette. Eine Taschenlampe wäre natürlich hilfreich, weil so kann ich nicht wirklich was sehen. Hey, da ist wieder ein Besen. Na schön, also wieder das machen, was du mir sagst. Hier irgendwie draufdrücken. Look, the tiger's inside the level. We need to make sure it doesn't, you know, eat everybody. Could you hit the red button to send them to the frequency? Is the button, I think it's by the door to the weather room. Yeah. We just can't leave the tiger in the level. We'll try that one. Hit all the birds. Er hat alle Vögel aufgefressen. Und dann der Kopf des kleinen Statues auf dem Fountain. Und dann Trevor. Look, just please press the button. Ich will viel lieber hören, wie du mir erzählst, wie ich unbedingt irgendetwas tun soll. Props should not be weapons. Crates of birds are to be sent to the aviary. It is the fundamental right of the working classes not to be eating. Genau, es ist das Grundrecht der Arbeiterschaft, nicht von Tigern gefressen zu werden. Naja, dann schicken wir mal das Rescue-Team los. They're on the move. Okay, I'm trying to work out where you're going to be most useful. I don't think we have anybody left in catwalks, do we? Oh, we do. Catwalks. Wow. I can't believe it. I guess weather control then. No, super. The door's just over there. Klar. You're doing so great. There's really not far to go. Yeah, klar. Hey, neue Post-its, Call Pure. Und noch eine Münze. Die Tür geht gar nicht zu. Oh, I hate this room. It hasn't been easy. During our second performance, a pipe burst in here, flooded the whole garden level. And it got stuck on the roof of the summer house. Bisschen dunkel hier drin. Okay, the script calls for a storm. Let's make it rain. It's the red valve on the pipe next to the door. Letter of resignation. Okay, noch einer, der gekündigt hat. A lot of the story relies on there being a storm. It's a big part of Act 3.
Ich kann den nicht nochmal drehen. Okay, don't worry about what I told you about the flood. We've had 235 non-fatal performances since then. Alright, let me be totally honest. In two performances, we had mostly underwater surprise moments. But we give everyone armbands now. Es tropft. Hier kann ich nicht allzu viel machen. High Concept Missions Interaction. Noch irgendwelche Münzen, irgendwelche Aufkleber. Irgendwas, was ich einsammeln kann. Ja, dann mach ich einfach. Okay, we're good. There's a button below the fan that sorts out the thunder and lightning. War der vorhin schon da? Ich kann jedes von den blauen Rädern nur einmal drehen. Schade. Irgendwie scheine ich jetzt lauter zu laufen. Just down the steps. That's the mansion in there. The player would have got here a little earlier, but they're limping a bit. I'm not a button scientist, but I have a feeling the secondary interrupted button you pressed might have closed the door out of the summer or something. Wenn ich den Button nicht gedrückt habe. Oder nicht gedrückt hätte. Terrible Machine Parts. Und da ist noch einer. Darf ich jetzt gleich gegenüber im Spiel oder was? Ach. Ich bin schon unter Sternenhimmel. Bin so gut wie draußen. So gut wie draußen. Und was steht da? The End! The End! Machine Room 1 und 2 und da ist Glück, 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 Glück. Wo soll ich mich jetzt? Wie war das? Elevator Controls. Down. Den da? Kann ich noch irgendwas anstellen, was sie zur Verzweiflung treibt? Jawohl. Ich stelle jetzt die Pyrotechnik bereit, aber sicher. Hey, da ist noch eine Münze. So could just, how are you alone? Was?
ich konnte eine, war das eben eine Dose oder war das noch eine Münze? You're not into lifts. That's okay, I can understand that. Aufzüge. Keystone. Well, it's not an unpleasant lift. Really. It's noch ein paar Zahlen. Tja, falls das Spiel auch ein richtiges Spiel hat. Goodbye. Okay, mach's gut. Nette Beleuchtung. Da ist noch eine Dose. Ob ich jetzt alle Embleme gefunden habe? Couching, High Pressure. Tipp, tipp. Wenn ich einen Ball hätte, würde ich den jetzt dagegen werfen. Sieht gleich viel dunkler aus. Ja, ja, so erreicht man Effekte. Boah, großer Ventilator-Spielzeug. Immer wird hier nur rumgetrickst. 16 Pitches and that was the one the chosen. Okay. No Vampine. Bumping. Bumping. Haben wir die Plakate von der Wand gelassen. Da war ich. Ach ja, genau, das ist der Dingsbumsraum. Ah, da ist noch was. Lass mal gucken. Hallo. Hab keine Beine. Aber das Ding kann ich nicht hochheben. Na schön. Oh my God. Are you okay? Do you still have your ankles? Are they in the correct orientation? Okay, you're okay? You do? That's great. Oh God, I'm so sorry about that. I really. Yeah. Well, this is the weather room, isn't it? Right. Okay, listen. Since we can't... I don't know, the only way back into the game is through a department called High Concept Miscellaneous Interactions. Na, was für eine Überraschung. There's usually a lot of training involved. But I'll talk you through it. You'll be fine. You'll be fine. You... brace yourself. Welcome to Miscellaneous Interactions. This is the department that controls... Well, it controls a lot of things. Locked and unlocked doors, interior lights, smoke machines, telephone calls, backstage, laser lights, vault guards, Besen, dark strength, you know, that kind of thing. But it's all just done with numbers. Zack. I don't know why. Messy operation! Hey, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja, hier können wir nachschauen, was es für Errungenschaften gibt. Dann weiß ich zumindest, was ich hier noch alles anstellen kann. Zum Beispiel diese komischen Embleme da zu finden. Und natürlich alle Münzen zu finden. Wieso kann ich das nicht angucken? Was ist das für ein Tic-Tac da hinten? Ey, das ist doch das Auto. Also ein Spiegel, das darin besteht, dass das Spiel nicht funktioniert. Mayflower Networking. Ey. .com. SecureAdmin.html, Login Boxes. Und wieder ein paar Zahlen. Die sehen ziemlich gleich aus. Also wieder die Treppe hoch. Noch ein paar Münzen. Was steht da? Fail safe level lever. Emergency use only. Hey, da ist ein Hebel, an dem ich bestimmt nicht ziehen soll. Warning, Steam may gateplay. CA1. Ich glaube, langsam wird mir schwindelig.
Right, in order to get started, you're going to want to press the number 4. Just go right ahead, the number 4. Oh, yeah. It should be on the left-hand side. That is from Living Crime Site, with more car model. The number 4, right? It's like an L-shape with a short line through the... Ja, beschreib mir mal, was die Nummer 4 ist. It's like an L with a short line through the bottom. There's a 4. Den Zettel habe ich doch schon gesehen. Terrible Machine Parts. Der lag doch an der anderen Stelle auch schon rum. Und da sind Maschinen rum. Figure Out Input System. Ein rotes Telefon. Nummer 4. Power Up Wallet. Breaking on fire, sneaking, player is in vents, climbing, entering, sneaking, jumping, state machine, lasers, no clip, valid opening. Er öffnet gerade den Tresor. Loading screen. Wednesday Meeting Notes oder Pants. Okay. Tja, solange ich nicht das mache, was er mir sagt, geht's nicht weiter. Hier war doch dieser... Okay, erst soll ich nicht raus und jetzt soll ich mich beeilen, aber es passiert nicht wirklich was. Okay, und die neuen stecken geblieben. So vollkommen egal, was ich anstelle.
springen kann ich nicht. Hey, da ist was kaputt gegangen. Noch mehr kaputt. Jetzt komme ich da wieder nicht durch. Ah. Ja, ja. Oh cool. Dimension bricht verbrennt. Ah, da ist noch ein Telefon. Incoming call, Security Team. Dun. Tja, ich kann leider nicht telefonieren. Drei Telefone. Loading Screen. Hey, der Loading Screen hat angefangen. Der da. Hey, der Emergency Lever geht rüber. Bis zu einem Downpuller. Wenn sie Leute, jeden Augenblick. Downpour, der da. Jetzt ist alles kaputt. Und der Lever funktioniert nicht. Nee, jetzt nicht mehr. I don't think it's supposed to still be raining, but you know, hey, come back down the stairs. You're done here. You don't need to spend any more time in this room. You can forget about the whole thing. Yeah. You can try to forget about it. Whatever. Habe ich wohl irgendwo noch eine Münze übersehen? Sister, thank you so much. Thank you so much. You really helped out. We couldn't have made it through without you. We really couldn't have. Through here. Na, wieder im Backstage Raum. Da wo es fast angefangen hat, aber nur fast. Here we are again. So this is how it's gonna work. You go in there, just give me a moment, I will bring the lights up, and Dr. Langstoff, the tiger, and the terribly cursed emerald. Enjoy it. Oh, don't tell me you're getting cold feet now. Anything, trust me, anything on the other side of that door is peanuts compared to what we've just gone through. Yeah, great, it's really good. Particularly the voice work. Some of the voice work is outstanding. Und da ist das Spiel zu Ende. It's really good. I can see BAFTA sniffing all over this. Thank you so much. Beginn der Heist. Okay, fine. This is wildlife check. No, hang on. Hang on. There's a tiger in there. There's a tiger in there. That's, no, don't pull that. Wait, no. Oh. Jetzt gehe ich im Dunkeln und werde ich von einem Tiger gefressen. Ist das nicht prima? Dr. Lang is the tiger and the terrible cursed emerald. Okay. Das Spiel ist zu Ende oder auch nicht. Also Beginn der Heist haben 54% geschafft, Messi Operation auch geschafft, Cut Powers to All
of cut power to all of the lights. Okay, Orange Chief. Steal orange from the orangery. Just starting out. Steal your first 5 francs. Ich dachte, ich hätte schon 5 geklaut, aber gut. Even Nook and Cranny. Ey, die habe ich auch gefuttert. Die habe ich alles schon gemacht. Also eigentlich müsste ich schon alle Errungenschaften fertig haben. Das ändert sich wahrscheinlich nicht beim nächsten Durchspielen, außer dass es halt nicht besonders gut funktioniert. Hey, diesmal ist ein... Wieso habe ich denn diesmal einen Kassettenrekorder dabei? Check, check, hello? It's on? Hello? Okay. A deer come to me right now about a parrots. Parrots, they are very interesting birds, very colorful birds. They talk, they repeat what they hear. A parrot repeat what he hears. It's a very interesting idea. I take this concept for game. I make a parrot character. He repeats what he hears from the player. So the player says something, the parrot repeats. Ha, das ist noch eine Brezel. It's a great idea for game. Die habe ich vorhin nicht gefunden. Es gibt 2 Brezeln, mindestens 2 Brezeln. To tell the result from my pitch to Michael. Oder die Dinger werden woanders versteckt. Da war doch vorhin kein Tor, oder? Hi. So this is a bit awkward. Hab ich den vorher übersehen? To be honest with each other, it's a bit awkward. The thing is, the game you've just downloaded, somebody is playing it right now, so you can't. Ja, jetzt spul mal ein bisschen vor. Laber nicht so viel, du Labertasche. Sorry, we're generally quite organized. You should come inside, I'll explain. Just through here. Jetzt habe ich keinen Punkt mehr. Das ist ziemlich unpraktisch. Wahrscheinlich sind die Sandschilde so wenig, dass ich wahrscheinlich eh mehrfach durch muss. The game's live, which makes it impossible to insert you. And also it's just quite difficult now for you to leave. Das sind doch alles die gleichen. I know what to do. I'm gonna try and call publicity and liaisons and we should be able to take you to the green room. Alright? If you just wait here, we'll be able to get you in. Alright, let me just find the number here. Okay. It's ringing. Somebody will pick up. We're okay. Planet Auditions. It's ringing. Don't worry. Oh. Alright. They hung up. Alright, state your name. My name is Terry. Noch eine Brezel. Da habe ich mich vorhin nicht gesehen. Cucumber, you're being chased by lawn garden people. Tja, jetzt weiß ich jedenfalls, dass ich nach Brezeln suchen soll. Okay, here we go. Da ist noch eine Brezel. Hey, I'm a giant cucumber, check me out. I'm a giant cucumber. Alright, that's pretty good. Can you do that? Can you be a little scareder, please? Okay.
Oh man, I'm a giant cucumber. I'm so scared. Oh jeez, check me out. I'm a giant cucumber. All right, that's pretty good. Next. Also Brezeln futtern. All right. You're playing the part of you're recording for the part. 5 Cent zusammenbekommen. Und überall das Licht ausschalten. Ich glaube, ich habe nicht vergessen, irgendwo das Licht auszuschalten. Guck an. Da ist noch mehr. I'm a giant garden person. I'm chasing a cucumber. Come on back and get me. Die Dinge sind doch etwas besser versteckt. I'm a giant lawn or garden character. My name's Willie. All right, that's pretty good. Not bad. We'll let you know. Next. Ohne diesen Punkt ist es echt schwierig. Hi, little Tommy. Hi, little Tommy. You're gonna be auditioning for the part of the giant planet. So you're gonna be a whole planet that's in outer space, and you're gonna just be. Ich krieg diese blöden Dinger nicht zusammen. Cucumbers, all kinds of stuff like that. It's real big. So go ahead. Let's hear it. Okay, jetzt habe ich's. Oh no, I'm a giant planet. Oh jeez. Check me out, look at me, I'm a whole planet. I'm getting chased by a bunch of cucumbers. Da ist noch eine Brezel. And pickles and all that. Es kann doch nicht sein, dass da so viele Brezeln waren. My name's little Tommy. I hope I get this part. Really hoping I could get. Really need this money. Whoa, that was an incredible audition, little guy. Hinter dem Ding war auch noch eine Brezel, das ist doch unmöglich. So viele Brezeln können da nie und nimmer gewesen sein. Okay, so if you could just head down the stairs there, yeah? We have a job to do. Plenty of other tables for you this way. Kaufman versus the Bruzy. Yeah, it's a smaller production, this one. I think that's still in pre-production. I'm not working on it. And weekly. Das sind alles die gleichen Zettel. Muss ich langsam genauer nachgucken. So, die nächste Kassette. It's spoiling some of the magic, you know. It feels a bit like cheating. You know, so you can. Whatever you want. The scary pencils. The scary pencils are coming to attack me. The scary pencils are coming to attack me. What do I do? Well, I tell you one thing. You gotta run as fast as you can to the hills. You gotta take off your clothes. Noch eine Brezel. Ist ja echt unglaublich. That's the scene of the first act of the game. That's the scene of the first act of the game. Why won't anyone take my idea? Is it just a try to make a game? Rejection is so hard to take. Da ist Pencils Konzept Teil 2. Pencils, they attack. You are running for the hills. You take off all of your clothes. It's such an easy concept. It's such an easy game concept. Nobody cares. Nobody cares. They think they know all the best ideas for a game. I know the good ideas for the game. I want to have a pencil attack. You write to the pencils.
But then now, attacker, you run for the hill. You head for the hill. I can't let you in there. Sorry, it's very complicated. Health and safety. It's shells. It's just, there's a lot of shells. Could you maybe not do that? Please. Ja, mit dem Ding und die Münzen aufzusammeln ist auf jeden Fall einiges schwieriger. Komm schon her, du Münze. Ah, da ist die Kassette noch. Ist komisch nur, dass er die anderen Kassetten alle auffrisst, weil er nimmt keine wieder raus. Die waren vorher doch ganz sicher nicht da. Noch mehr Brezeln, 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 überall Brezeln. Da sind wieder ein paar Münzen. Hey, da ist noch eine Kassette von vorhin. Teil 3. Pencils Game. Diese blöden Dinger nicht aufsammeln. Das kann doch echt nicht wahr sein. Hat er eigentlich schon erzählt, dass ich den Tiger wieder einsammeln soll? Okay, press it again. Wieso? Could you press it again?
I join the picket, I'll want you, you know, be eaten by a tiger, you know. Okay, I'm trying to work out where you're going to be most useful. I don't think we have anybody left in Catwoods, do we? Oh, we do. Oh, great. Wow. Good, also zur Wetterstation. The door's just over there. You're doing so great. Da war kein Button, sage ich doch. Der war nicht da. Da ist eine Brezel. Kassettenrekord ist echt dein. So, jetzt hast du deinen Blitz. Ha, jetzt habe ich noch einen. Ich frage mich natürlich, wie viele Münzen brauche ich, um 5 Cent zusammenzusammeln. Jimmy's Tape. Hey, da ist noch eine Brezel. Hey, it's me, little Timmy. I got the part. I'm hiding pretzels all around the office. I'm gonna put pretzels in all the nooks and crannies of this place. Just kidding. I'm not gonna do that. I don't wanna lose my job. Oh, I'm Mike. I'm little Tommy. I got the part as the planet, and I'm gonna be a planet. Hopefully the funding comes through. The financing for the game. Ach, hier ist. They can't finance it. Bin ich vorher nicht vorwärts gekommen. I'm little Tommy. Deswegen. And I'm the role of the planet. Check me out, I'm gonna be a planet in the game. Oh, Daisy. I'm gonna place pretzels all over this building. Forget about it. Just kidding, I'm not doing that. I don't want to lose my work. Halt, stop. That's a surefire way to get fired from your voice job as a planet. Na dann, noch eine Brezel. I hear there's a... Komm ich denn an die blöde Brezel wieder ran? Company party tomorrow night. Little Tommy, I'm gonna be there. You can bet your bottom dollar on that. I'm gonna go there, I'm gonna... Really shake it up. I'm gonna shake this place up once and for all. Orchestra meeting. Pretzels all over the every nook and cranny of that building. Just kidding. Who do you think I am? A lunatic? I wouldn't do that. What kind of crazy person wants to get fired that bad? I'm little Tommy. So kann ich doch nie alle Brezeln futtern. I don't know why they don't hurry up with the financing. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur eine bestimmte Anzahl von Brezeln futtern. Brezel, Ruhm! Get a buckle on it! That's my quote! That's what I tell everybody I know! Get a buckle on it! Get out of here! You know what I mean? Anyways, die haben den Automaten hochgehoben. It's not like I got better stuff to do.
I mean, it's not like I don't have better things to be doing. I got all kinds of stuff I gotta do, such as hide pretzels all around the building. You know what I mean? I'm gonna stuff them in every nook and cranny. Just kidding. What kind of crazy idea came up with that idea? You know what I mean? All right. Well, so over and out. Little Timmy, over and out. Wie komme ich an die Brezel ran? Noch eine Brezel. Ha! Alle Lichter aus! Eine weitere Errungenschaft. So, hier falle ich jetzt gleich durch. Are you okay? Do you still have your ankles? Are they in the correct orientation? Okay, you're okay? You do? That's great. I'm so sorry about that. This is the weather room, isn't it? Right. The back into the game is through a department called High Concept Miscellaneous Interactions. I don't know how to do it. There's usually a lot of training involved. But I'll talk you through it. You'll be fine. You'll be fine. Brace yourself. Welcome to Miscellaneous Interactions. This is the department that controls a lot of things. Locks and unlocked doors, interior lights, smoke machines, telephone calls, actor cues, laser lights, vault guards, tranquilizer guards, Mumphy. You know, that kind of thing. But it's all just done with numbers. I don't know why. And usually the operator's got this big, you know, usually they know what they're doing. But they've got a manual here. I think we'll get through it. Gab's da oben noch eine Kassette? Hey, noch eine Brezel. Ich bin sicher, die versteckte Errungenschaft ist, diese blöde Brezel an dem Kühlschrank zu füttern. Das ist sowieso das Gleiche. Gibt es hier nicht noch eine Kassette? Ah, eine Brezel. Print PP, Spider Polente, LR Shipment. Wie war das? Could you press 9 and then 4 and then 1? Alles kaputt. Oh, I think we restarted. It's alright, the page is amazing about this. What did you just... That could have been very important! It's alright. Okay, I found the right instructions. Alright, I need you to press the number 9. Nehmen noch auf. Was ist denn los? Was? Wenn du willst. Willst du das eine Ei noch mit reinmachen? Was denn? Hm, ja. Achso, wieso willst du sie eigentlich anbraten? Nee, aber es ist dann noch die Senfsoße da. Die brauchen ja nur geschält werden. Und warm, ne? Ja.
Mit oder ohne Kolken? Mit oder was? Mit oder ohne Kolken? Du kannst das eine Ei noch hart kochen, dann brauche ich keinen Gurkensalat. Wovon, was ist das? Ich glaube, ich schon mit 400 Euro. Du kannst dir dann noch eine Postkarte schicken. Nehme ich dann mal gucken. Das war, wo du irgendwas nicht klein hattest. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hab's nicht. Bei der Anlieferung von der Erde? Vielleicht war es aber auch eine 50. Aber es war bei der Anlieferung. Weil was musstest du da bezahlen? 350 oder was? 317,26 oder so irgendwas. So. Und du hattest 200 da oder wie? Nee, ich nicht. Aber ich glaube, das ist halt ganz klein. So, eine weitere Münze und der wollte jetzt, dass ich auf die 9 drücke. Ich weiß immer noch nicht, was das für komische Münzen sind oder Embleme. So, da komme ich auch wieder nicht weiter, weil das Ding kaputt ist. Blöden Punkt ist es echt anstrengend, das, die Dinger einzusammeln. Ja, Schluss jetzt. Jetzt lass endlich dieses blöde Ding explodieren und dem Biber rüberkommen. Wenn der Scheinwerfer drauf scheint. Sehr lustig. Vollkommen egal, was ich mache.
Feierabend. You're done here. You don't need to spend any more time in this room. You can forget about the whole thing. This is it. You're done, sister. Thank you so much. Thank you so much. You really helped out. We couldn't have made it through without you. We really couldn't have. Come here. Here we are again. So this is how it's going to work. You go in there. Just give me a moment. I will bring the lights up. And Dr. Langstroth, the tiger, and the terribly cursed. Thank you so much. So, zweite Mal, Ende, Feierabend, Schluss. Okay, das gleiche Ende wie beim letzten Mal. Gut. Ja. Okay, ich kann es stoppen, aber ich kann es nicht beschleunigen. Okay, ja, bitteschön. Okay, also nochmal werde ich es jetzt nicht starten, auch wenn mir noch, also zumindest nicht für die Aufnahme. Mir fehlen jetzt aktuell noch 3 Errungenschaften. Das heißt, ich muss noch bestimmte Brezeln futtern, noch mehr von den Geldmünzen einsammeln und ich muss irgendwo eine Orange klauen. Aber wie und wo und was das alles damit zu tun hat und wie man das hinbekommt, das überlasse ich euch. Soweit also für heute. Ja, Dr. Langeskov, the Tiger and the Terribly Cursed Emerald. Klar. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.